Moin, hallo und willkommen zurück zu Endless Fables 3, Dark Moor oder das Dunkelmoor im Deutschen. Ich muss immer noch irgendwas zum Pressen finden. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wo und wie und was und wieso, weshalb, warum. Ich muss das irgendwie noch hinkriegen. Du hilfst mir nicht, ne? Okay. Wir haben den Apfel, aber wir kriegen den da nicht rein, ne? Ich hätte gedacht, wir pressen den jetzt hier so ein bisschen aus oder so. Geht nicht. Können wir auch nicht hier hin machen oder so? Nee. Da steht mit etwas Saft. Hier drin könnte es geschmolzen, destilliert werden. Die Frage ist, wie kriegen wir da Saft rein? Wie kriegen wir da Saft rein? Ich weiß noch nicht genau, ob wir hier noch irgendwas pressen können. Hier, das müssen wir sauber machen, wenn wir das Thermtin haben. So viel weiß ich. Da war sonst nichts mehr. Habe ich noch irgendwas übersehen vielleicht hier? Wie gesagt, hier, du könntest es mal quetschen, mein Freund. Aber wir könnten den Saft nicht aufdingsen. Die Kraft des Saftes. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den ja, entfalten können hier. Da war sonst nichts mehr. Da oben kommen wir nicht weiter. Wir müssen das halt machen. Da ist nichts mehr, ne? Habe ich irgendwas übersehen, was ich anklicken kann? Ich glaube, ich muss auf die Karte gucken, ne? Ich würde das gerne ohne Karte machen. Bisher sind wir so gut durchgekommen ohne Karte. Das würde ich gerne beibehalten, aber ich weiß langsam echt nicht weiter. Ich muss irgendwas übersehen haben oder irgendwas falsch gemacht haben. Ich hätte gesagt, hier müssen wir das machen, direkt vor Ort. Ein leeres Glas wird das Thermitin auffangen. Ich krieg das da aber leider nicht rein. Mit etwas Saft hier drin könnte es geschmolzen und destilliert werden. Ja, während wir den Saft hier reinmachen könnten. Können wir aber nicht, weil der gar nicht mehr angezeigt wird. Das heißt, der Apfel muss anders verarbeitet werden. Ventilgriff. Moment, der Ventilgriff, kann der hier hin? Aha. Hier, das wird einfach aus Harz gewonnen und fertig. Thermitinflasche, das war's. Ich bin doof, okay. Wir kippen da einfach tonnenweise wieder Thermitin drauf. Jetzt haben wir das Tab, was wir oben brauchen. Okay. Na gut, dann haben wir es ja doch noch hingekriegt. Jetzt hier, dann kommt das da oben rein. The girl named Blair arrived on a dark and windy day, when clocks were striking one. She had left her sorrowful past behind and sailed from a faraway land. Okay, windig. Hier. Segeln. Warum haben wir denn eine Uhr? Da. Und das Herz, wo ist denn das Herz? Das Herz ist hier bei dir? Nein, bei dir ist es nicht. Wo ist denn das Herz? Da ist das Herz. She was kind as a dove and beautiful as a rose. But soon rumors began that she sang the song of death. The villagers feared she would bring calamity to their lives. Only the McConnell family offered her shelter. Okay. Wir müssen eine Rose finden, ist hier, das Lied des Todes. Und eine Taube. She was finally happy. But when the sun set, she felt something dark lurking underground. For the sake of the family, she tried to seal the gates to this evil source and hoped that her magic could restrain it for an eternity. Oh, sie wollte eigentlich die Menschen beschützen und dann haben sie als Hexe gebrandmarkt. Oha. Okay, das Tor ist hier. Die Sonne sehe ich jetzt gerade nicht. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist gerade verschwunden. Die Erde, die Ewigkeit. Okay, Erde. Haben wir hier unten eine Erde? Haben wir nicht. Was haben wir denn hier? Das ist die Sonne. Wo ist denn die Erde? Die Erde und die Ewigkeit. Was ist denn die Erde und die Ewigkeit?
Hier sind noch so ein Symbol. Das leuchtet noch so ein bisschen, aber ich sehe nichts. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Erde und die Ewigkeit. Ist das ein Symbol? Ich bin verwirrt. Da ist ein Loch. Da ist die Erde. Oh, okay. Die Erde und wie sieht die Ewigkeit bitte schon aus? Wie sieht die Ewigkeit aus? Da. Okay. Jetzt können wir da was rausnehmen. Okay, ein Fläschchen haben wir mitgenommen. Herz der Natur, heilender Trank, okay. Okay, es popert schon mal, das ist schon mal gut. Ich würde das jetzt nicht unbedingt in den Händen halten wollen, aber okay. Jetzt können wir das Herz hier wieder einsetzen. Thank you, human. Here. This amulet came from the servant girl who used to help us. Be careful, there's a powerful demon below. Okay. Jetzt haben wir 4. Aufgabe komplett, helfe den Kreaturen, okay. Jetzt haben wir nichts mehr, jetzt müssen wir nach unten gehen. Na, das kann ja weiter werden. Neue Aufgabe, repariere das Boot. Dem geht's nicht mehr so gut da oben. Der sitzt da oben noch fest, würde ich sagen. Krass. Okay, was haben wir hier? Ist das Teer? Was habe ich denn jetzt gefunden? Leuchtkäfer? Okay, jetzt muss ich Leuchtkäfer mitnehmen. Dieses kleine Ding, er scheint hungrig zu sein. Hier, da kriegst du einen Apfel. Dankeschön. Okay, hoffentlich gibt es gute Vorräte darin, wenn ich es öffnen kann. Was haben wir hier? Da sind noch Leuchtkäfer. Okay, es ist hängen geblieben. Ich werde es einfach abschneiden. Schneiden. Okay, das haben wir abgeschnitten. Was ist da drin? Diese Kreatur würde mich stechen, wenn ich sie berühre. Okay. Können wir das nicht machen mit dem Netz? Okay, wir basteln erst eine Runde. Was müssen wir jetzt hier reinmachen? Die Käfer, der Kristall und dann die Scheibe. Okay. Kristall, Käfer und die Scheibe. Nice. Okay, wir müssen jetzt irgendwie... Das Boot sieht nicht mehr so gesund aus. Dieses Loch muss repariert werden. Das Ruder kommt dahin. Was haben wir hier? Ein Kabel. Perfekter Rahmen. Achso, ein Kescher hier. Dann keschern wir das mal raus. Ich weiß nicht genau, was du da drin machst, aber na gut. Jetzt haben wir was für die Kiste. Das können wir hier hinpacken. Ein Pinsel. Pinsel und Teer. Das verträgt sich gut. Okay. Dann teeren wir eine Runde. Dass das sofort Instant hält, ne? Das ist nur überschwemmt. Ich werde das Wasser ablassen. Die Frage ist, wie? Wir müssen... Können wir den Eimer nehmen? Ich könnte Eimer nutzen, wenn er nicht befestigt wäre. Da müssen wir ihn abraspeln. Okay. Gammelig, gammelig. Okay, jetzt Wasser raus. Das Boot ist natürlich instant einsatzbereit. Aufgabe, repariere das Boot. Okay. Ich kann nicht umdrehen. Ist das so eine gute Idee? Ich höre das Lied. Will ich da hinfahren? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gerade, ob sich was ändert. Aber ich würde sagen, wir fahren weiter. Und wir müssen rausfinden, ob es lauter oder leiser wird. Geradeaus. Ich glaube von links. Okay, das war nichts. Das war eine Sackgasse. Ja. Nach vorne? Ich brauche Licht, um die Zeichen klar zu sehen. Was?
hier noch irgendwo? Da. Der Mond. Okay, ich sehe nur den Mond. Und das Symbol. Muss ich das anklicken? Das muss ich anklicken? Okay. Das heißt, ich muss tatsächlich alle drei Sachen finden. Aber das dritte, alles klar. Ich muss ihr folgen. Hier drinnen, ob das eine gute Idee ist? Ich will erst da lang gehen. Ich dachte, da wäre noch was Tolles dabei. Ist das eine Krone? Oh. Es wird schon wieder lauter. Der Mond. Okay, die Symbole sind wieder an der gleichen Stelle. Da muss ich hier gucken. Da ist das Symbol aber nicht, ne? Na nö. Wo ist das Symbol? Da ist das Symbol. Warum geht das nicht an jetzt? Muss ich die richtige Reihenfolge haben jetzt oder was? Nee, okay. Beim letzten Mal ging nämlich alles an irgendwie. Ich höre es von links. Haha, jetzt haben wir es richtig. Okay, wir müssen gucken, jetzt brauchen wir was anderes. Jetzt brauchen wir das Symbol. Das Symbol. Und das Symbol. Wo sind wir hier gelandet? Und wer bist du? Okay, das R können wir schon mal vergessen. Die Raute können wir vergessen. Das K haben wir noch mit dem U. Ja. Okay, das K können wir vergessen. Das A können wir vergessen. Das U können wir vergessen. Die Raute bleibt noch übrig hier, ne? Ist das korrekt oder nicht korrekt? Ich bin gerade am gucken. Das Dreieck auch nicht, das hier. Es wird immer mehr hier. Das K können wir vergessen. Wo ist denn das K? Das R können wir vergessen. Die Raute mit dem Zipfel können wir vergessen. Haben wir hier ein X? Ne, ein X haben wir nicht. Haben wir ein Dreieck? Auch nicht, das hier. Me. The Kelpie ensnared my soul with his magic and forced me to bring him those poor people's souls. Now he wants to make Nora his servant too. Find the magical artifact in the treasury and use it together with the amulet gems to destroy him. My soul will help you on your way. Okay. Ist das Amulett kaputt gegangen? Aber wir brauchen 5 Kristalle. Wir haben nur 4 Kristalle. Da oben ist noch ein Totschädel. Okay, was ist das für ein düsterer Ort hier? Sehr düster. Was sie durch die Kanalisation navigiert, findet Nora. Dieser Käfig ist zu weit weg. Das Boot hat auch schon bessere Zeiten gesehen hier. Ich sehe auch gerade keine Kürbisse mehr, muss ich zugeben. Da ist ein Kürbis. Okay, den hätte ich jetzt tatsächlich nicht so als Kürbis gesehen im ersten Moment. Ich werde es irgendwie aushebeln. Können wir gerade nicht. Da kommen wir nicht ran. Da steckt noch was. Was ist das denn hier? Moment, da steckt noch was hier. Das können wir mitnehmen. Es geht noch weiter. Ich dachte, wir sind schon bald durch. Oh nein, ich sehe schon. Eine Maske mit weiße Maske fehlt. Wir müssen hier wieder schieben. Da ist eine Drachenzeichnung und ein Draht. Und ein Hebel.
Die Schraube muss nur gelöst werden. Okay, was können wir jetzt hier machen? Mit einigen Anpassungen könnte mir die lange Reichweite des Ruders helfen. Ein Draht. Okay, okay, wir haben uns jetzt links gebastelt. Einen Haken. Und ich glaube, wir wissen auch schon, wen wir da haken können. Und das machen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.